setze ich mal so. Nee, oder warte mal, hier ganz rot. Nee, das ist ja pink. Ich glaube, die Lippen, ja, so. Und die Augen kann ich jetzt nicht ändern. Ach so, weil das hier aktiviert ist. Ah, okay, jetzt geht's. Okay, gut. Die Wangen haben wir auch, die Lippen haben wir auch jetzt. Und die Augen haben wir auch, und zwar schwarz, ne? Genau. Okay, dann hätten wir das. Dann würde ich hier bei Sportkleidung... Gesicht sieht voll komisch aus jetzt. Voll irgendwie männlich oder so. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall mega komisch aus. Wisst ihr, was ich meine hier? Gesichtsform ist ein bisschen komisch. Jetzt ist okay. So, kommen wir wieder hier zum Make-up und das entferne ich mal. Und mach mal hier das hier wieder. Boah, gibt's richtig schöne Augenwimpern. Die sind auch sehr schön. Die sind auch sehr super. Ich glaube, ich mache mal dann hier bei Sport, mache ich dann einfach so. Die Lippen sind auch ganz okay. Eyeliner mache ich mal weg. Wangen sind auch da. Lippen sind auch okay. Ja, ist ganz okay. Und, aber die Haare. Die Haare wollte ich auf jeden Fall anders haben. Und zwar wollte ich die Haare so schwarz. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Voll am Grinsen. So. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Und, nee, das wollte ich jetzt. Genau. Und zwar hier bei Schlafanzüge. Wollte ich auch mal jetzt was anderes machen. Und zwar... Nee, 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 das nicht. Und zwar hier bei den Lippen. Auf jeden Fall mal das. Und Gesichtsbemalung. Diese Farben hier finde ich auch ganz schön. Die Lippenfarben. Okay, und ich will eigentlich bei Schlafen jetzt gar keine Schminke machen, weil, keine Ahnung, wozu, ne? So, aber ich wollte mal hier was ändern, und zwar waren das bei Accessoires, müsste das sein? Nee, war das bei Körper? Irgendwo muss es ja sein. Körper, oder? Ich weiß nicht. Ich habe Bauchnabelpiercing runtergeladen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das hier irgendwo sehen kann. Ah. Wo kann ich denn das finden? Hier haben wir Tattoos. Ja, genau hier. Genau, hier war das. Bauchnabelpiercing. Und, das hier wollte ich auch ändern, das, was sie gerade anhat. Schlafen, Schlafanzüge. Weg damit. Und zwar... Auch Badeanzüge kann man ja auch jetzt runterladen. Das habe ich ja vollkommen vergessen. Das ist das hier. Genau, hier. Und zwar einmal das... Und einmal das hier. In der Farbe. Und dann würde ich noch
Badeanzüge, ist ja geil. Jetzt haben die auch noch Badeanzüge. Accessoires und dann das hier. Jo, das wollte ich auf jeden Fall. Und bei Ausgekleidung hat sie ja das da an. Das würde ich eigentlich auch voll gerne ändern. Und zwar hier Badekleidung. Und zwar haben wir da ja auch noch was. Das war ja... Genau, das war ja das hier, ne? Genau, das war ja das. Dann können wir hier bei Ausgekleidung mal was anderes machen. Was hatte ich denn da? Da hatte ich, glaube ich, irgendwas runtergeladen, was ich mich jetzt gar nicht erinnern kann. Ich guck mal kurz. Das war's nicht. Oder vielleicht doch, weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Ach geil, Bikinis und sowas haben wir ja auch jetzt. Ich glaube das hier, genau. Das und darunter dann halt so ein Rock. Sieht auch cool aus. Ja, ja. Und zwar hatte ich da so einen Rock, also dazu passend, finde ich jetzt gerade gar nicht. Ich scroll mal kurz hier weiter runter. Hier. Okay, das ist es jetzt nicht gewesen. Also dieses Top meine ich. Das war es nicht. Und zwar müsste da jetzt eigentlich was anderes sein. Ich guck mal ganz kurz hier, ganz schnell. Das. Genau, das war es. Und die Schuhe auch ändern, denn da machen wir auch jetzt mal die hier, aber in weiß. Oder in rot. Ne, in weiß. Ne, so weiß. Und da müssen wir auch natürlich wieder die Schminke ändern. Und zwar machen wir da jetzt auch genau dasselbe. Das mache ich hier weg. Und dann haben wir das hier in schwarz. Hoch schwarz. Eyeliner mache ich nicht. Wangen haben wir ja das da. Lippen. Auch so wieder was Rötliches. Dunkelrot einfach mal. Und dann hier die Wimpern. Ja, komm, die lasse ich einfach mal. So. Und dann kommen wir mal hier zu Badekleidung. Badekleidung. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier so an Badekleider haben. Aber hier bei Ausgekleidung ist okay. Bei Schlafanzug ist auch okay. Sport haben wir auch. Ja genau, hier wollte ich die Haare nochmal ändern. Da könnten wir zum Beispiel so ein Zöpfchen machen. Aber nicht so eins, oder das wäre auch eigentlich ganz okay. Nee, doch nicht. Ich glaube, die Haare mache ich dann einfach mal so. Ja, so ist es schön. Also ich finde jetzt irgendwie Gesicht ein bisschen merkwürdig. Ja, so ist es doch viel schöner. Genau, die Haare wollte ich dann hier so haben, aber jetzt muss ich die Haarfarbe ändern und zwar schwarz. Also wirklich schwarz. Das ist grau. Ja gut, dann haben wir hier halt so. Hier haben wir bei Alltag schwarz. Sport haben wir auch schwarz. Hier haben wir auch schwarz. Hier haben wir auch schwarz und hier haben wir auch schwarz. Okay, hier wollte ich halt jetzt... Warum ist denn das jetzt wieder weg?
kann ja bleiben. Aber nee, komm, das lassen wir mal weg. Eyeliner. Das haben wir. Lippen haben wir. Gesichtsbemalung. Ach, bei Schwimmen können wir keine Schminke so richtig machen. Okay, dann würde ich da eigentlich. Aber Eyeliner hat man doch da irgendwo. Ah ja, okay, so. Die Lippen machen wir auch mal so ein bisschen farbig. Ja. Oder einfach mal so. Gut, dann lassen wir das mal so. Und kommen wir hier zu Bikini. So, was haben wir denn hier für Bikinis? Kann man das hier als Bikini jetzt wirklich verwenden? Ja. Wollen wir das so machen? Ich guck mal hier noch. Badekleidung, dann haben wir das und das. Ich glaube, Badekleidung nehme ich dann das hier. Das ist schwarz, dann haben wir so, gelb haben wir. Dann die Farbe und weiß. Ich glaube, ich lasse mal das. Und als. Ach hier. Ach hier sind sie ja. So, dann haben wir das. Einmal das und einmal das. Ich glaube, ich nehme mal das hier, oder? Ja, die Farbe kann man. Scheiße, dass das halt nicht immer einfarbig ist. Das ist blöd. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Badeanzüge. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Oder rot. Oh ja, rot ist sehr schön. Dann lasse ich mal rot oder ich schau mal kurz hier. Achso, das hatten wir ja. Ach ja, das ist dann das da. Ich glaube, ich nehme das hier in rot. Und dazu halt noch hier die Hose. Welche Hose jetzt? Einfach mal. Nee, das passt nicht. Eine einfarbige, genau, eine einfarbige, so rot. Haben wir hier keine einfarbige? Nee, und hier auch nicht, ne? Nein. Dann haben wir nur das, dann würde ich das hier so einfach mal lassen. Ne? Ja, die Nina ist jetzt fertig. Okay. Gut, dann hätten wir jetzt die Nina hier. Und ja, okay, dann hätten wir das eigentlich. Dann nehme ich das mal an. Wieder 100 Jahre erstmal verbracht beim ja, Nina verändern. So. Und Pool haben wir ja jetzt auch. Das ist schon mal ganz gut. Ich will mal kurz jetzt schauen, wie die Nina schwimmen geht. So, da bin ich wirklich echt mal gespannt drauf. Bestreben können jederzeit ohne Fortschrittsverluste gewechselt werden. Aha. So, da ist sie auch schon. Die ist jetzt dort am Kochen. Was macht denn Lucia da? Okay, ich würde jetzt direkt erstmal. Die ist am Kochen. Ich würde jetzt sie erstmal hier schwimmen schicken, auf jeden Fall.
Runden schwimmen, zusammen hierhin schwimmen, hierhin schwimmen. Was heißt nur Runden schwimmen? Selbstsicher, weil gekocht hat. Kompetenz in der Küche hat Nina Selbstsicherheit verliehen. Naja, vielleicht nicht direkt verliehen. Bespritzt trifft es eher. Ja, bespritzt. Okay, gut, dann schicke ich sie jetzt mal hier schwimmen. Und sie schicke ich auch mal schwimmen. Huch. Wobei sie eigentlich gar kein Bikini hat. Das muss ich auch bei Nina, bei Lucia machen. Ja. Die hat jetzt automatisch einfach eine Bikini an, beziehungsweise Badeanzug. Ach, so sieht das jetzt aus. Cool. Auf jeden Fall nice. Kommt der Olli jetzt auch schwimmen, oder was? Nee, der will was Grillkäse-Sandwich essen. Okay. Okay. Auf jeden Fall super. Können die denn irgendwas machen, wenn die, während sie schwimmen? Warte mal. Verrückten Plan über Weltraum spritzen, Schwimmtraining geben, schwimmen lernen. Komm, schwimmen lernen. Ladies! Na los? Oder warte mal. Die macht es ja gar nicht. Warum machen die das nicht? Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Aha. Aha. Voll am Lachen. The Larga Zucchini. Sense and Gorge. Verspielt. Ach, geil. Was steht hier? Planschspaß wegen Planschen im Pool. Eine kleine Wasserschlacht hebt die Stimmung. Und hier? Achso, und hier? Entspannung im Wasser. Schwimmen ist sehr entspannend und gut gegen Stress. Ach, das ist schon mal sehr gut. Ja, cool. Dann haben wir jetzt hier auch Pool und ja, wunderbar. Ich würde sagen, bei der nächsten Folge sehen wir einfach mal, wie wir die Lucia verändern und sowas. Und beziehungsweise, also nicht verändern, sondern so halt Bikinis und sowas, muss ich ja noch runterladen. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir einfach bei der nächsten Aufnahme, wie wir das so machen. Ich finde das irgendwie mit dem Pool jetzt eigentlich ganz cool, aber bei Sims 3 hatten wir ja so ein Sprungbrett, ne? Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch drauf, dass wir jetzt Pools haben. Finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz toll. Und ja, ich wollte euch mal halt zeigen und die Nina haben wir jetzt auch ein bisschen verändert, wegen den Haaren und sowas, auch ein bisschen Klamotten und so geändert. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns einfach bei der nächsten Aufnahme. Also bis dann, tschüss!